Mann! Fahren wir hier raus. Geht ja auch. Die Bremsen sind echt schlecht, warum die Straße immer so ist. Ja, ja, ist gut. Ich bin Dockarbeiter. Ich bin Dock, die Kopfgeldratte. Warte mal, ich muss ja mal ein neues Ziel reinschmeißen. Hat aber Escape, Mensch. So. Hier. Genau, da fahren wir jetzt hin. Aber wenn ihr nicht an der Seite geht, hier, die Karren, die Autos stehen alle auch nur im Wege rum. Ja, mir geht's gut, danke. Und ihr? Ich bin auf der Durchreise, sorry. Oh. Wieder diese Karre, ey. Ja, da komme ich nicht rein. Warte mal, ich stelle mich einfach hin. So. Oh. Diese Karre gefällt mir, aber die nehme ich gleich mit. Ja, ihr solltet abhauen. Oh, guck mal hier. Dockarbeiter können sich solche Karre leihen. Die sind direkt hinter uns. Ach du Scheiße, hab ich mir gerade in die Hose gemacht? Das ist deine eigene Schuld. Geh in Deckung. Du brauchst mich nicht zu töten. Ich habe nichts zu sehen. Ihr Neger eignet euch gut für Schießübungen. Doch, da habe ich den auch. Ich mach das. Du machst überhaupt nichts mehr. Du wahrscheinlich. Als wäre er weggerannt. Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Ich gehe in Deckung. Die sind direkt hinter uns. Wo ist er denn? So. Und wo schießt du denn? Das war ich such mir Deckung. Der Typ nervt mich. Nun steht er nicht dumm rum. Rennt weg. Idiot, ey. Halt doch mal die Schnauze. Oh Gott, hab ich mir die Hose gemacht? Mimimi, Mama, Mama. Ah! Ah! Runter! Scheiße. Oh, großer Gott, tut das weh! Scheiße! Lade Sollen wir da draußen schießen? Sammeln wir uns erstmal die Kohle ein hier.
Wieso wird mir jetzt immer noch Kohle angezeigt? Oh, geh mal da oben. Hier oben scheint nichts mehr los zu sein. Was ausgestorben? Boah, das gab coole Kohle. Ja, ja, aber wo? Gucken wir uns jetzt mal hier um. Nein, 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 nein. So, den haben wir auch. Hallo, hallo. Oh, geil. Ach, da oben war Kohle. Lol. Ja, schon wieder 2600 Moneys, Alter. Okay, was ist das für Verwinkelungen hier? Ah, da ist schon wieder Kohle. Alter, Moment, ich bin gerade an die Maus gekommen, weil ich mich gekratzt habe. Wo bin ich denn hier? Ja. Okay, also. Ah, okay. Immer mal die Kohle einsammeln. Was sollen wir sonst machen hier? Wo die ganzen oh, was haben wir hier? Notiz lesen. Notiz lesen. Als Gewerkschaftsmitglied hast du folgende Rechte. Das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz. Das Recht auf Bezahlung für Überstunden. Das Recht auf Interessenvertretung durch die Gewerkschaft. Das Recht auf Altersrente und andere Vorteile. Das Recht, dich ins Knie zu ficken. Handschriftlich unterzeichnet. Alles klar. Ja, da warte ich die. Was bin ich hier hinten? Aber hier hinten ist keiner mehr. Okay. Keine Ahnung, wo die sich aufhalten. Überall Kohle rumliegt, ey, es ist unglaublich. Oh. Ja, Alter, 50 Jahre, um dich zu treffen. Hm.
Da hinten. Oh Gott, er ist tot. Wo ist denn der? So, habe ich den doch. Moment, Knarre, Scheiße, ist leer. Da oben liegt sie doch. So, haben wir erledigt oder was? Hier wollte ich doch Kohle. Verbandskasten? Ah! Was ist denn? Nehmen wir sie mal mit. Weiß ich, was ich war. Die finde ich geiler. Dann machen wir das so. Finde ich gut. Die Kohle haben wir. Etwas haben wir noch vergessen. Aha. Nee, den LKW, den kannst du behalten. Den will ich nicht haben. So. Fertig, würde sagen, wir hauen ab. Wiedersehen, Guys. War nett mit euch zu reden. Lauf! Weg hier! Tut mir sehr leid! Wo ist denn dieser geile? Also gesagt, ich muss mehr Geld auftreiben. Diese Leute, für die er arbeitet. Warum zahlen die das denn nicht? Wollen die ihn nicht aus dem Knast raushalten? So. Wir haben 4.900. Hier geht gar nichts mehr gerade. Was ist denn hier los? Wie soll ich dem denn folgen, wenn die nichts gebacken kriegen? Nee, das Geld nach Hause bringen. Jetzt mal nach Hause fahren? Und die Geld... Und, ja, doch, doch, sicher. Sicher ist sicher. Mal gucken, wir schon mal wieder an so viel Kohle dran. Wie soll ich die denn verfolgen, wenn hier alles steht? Das haut doch gar nicht hin, Leute. Ne, die knapp 5000 Mäuschen, die bringe ich jetzt erstmal nach Hause. Naja. Da hat er Pech gehabt. Mach das. Bis dahin bin ich weg. Wird man nicht auffallen? Bleib mal hinter dem stehen. Oh, du da. So, was ist jetzt? Wird es endlich mal gelb-grün holen? Das ist geil gemacht. Das ist schon mit den Stimmen, mit dem Gerede dabei. Mega. Oh, scheiß Bulle, Alter. Mein Gott. Ja, toll. Ganz toll. Jetzt habe ich auch noch diese Kaffeetante hinter mir, ey. Oh, Puppe, tut mir leid. Oh!
fertig. Hier geht's gleich rund. Schick eine Verstärkung. Ach, rennst du mal? Danke, Clay. Hopp. Weg hier! Gefahr! Das Kutschfließen. Ja, jetzt bin ich mit unserer Familie Kutsch unterwegs. Mama! Das kann doch nicht wahr sein. Ja, schießen wir. Ich muss nachladen, verdammt! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hab ich aber Schwein gehabt, ey. Alter Verwalter! Gute Besserung! Leute, danke. Die kümmern sich darum und ich hau erstmal mit so einer Polizeitüte ab. Halt an! Steig aus! Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Nein, niemals! Mal kurz aus dem Gefahrengebiet raus. Ich muss mal eine andere Karre suchen, ne? Mit der. Ja, egal. Das ist ein Playboy? Ach, scheiße ich jetzt drauf, die Zeitschrift, die hole ich mir jetzt nicht. Ist genau. Ich nehme jetzt mal so eine kleine Surf-Turf. Ja, warte mal, hier muss ich hin. Hier werden mir roten Ziele angezeigt. Lauf! Wir werden mit Molotos, Alter. Mich wirst du nicht los, Junge. Dieser Poppen oder was? What the? Alter, was? Oh, lauf da mal außen rum, ist ja schön mit dir. Ich wirst du nicht
Der ist in dieser blöden Bude hier drin oder was? Mach in der Werkstatt da hinten. Den muss man da auch erstmal erkennen, ne? Wow, okay. Jetzt gehen wir zu unserem Moped zurück. Ja, ich hau ja schon ab. Muss ja keine Angst haben. Jetzt habe ich gleich so ein Rasenmäher unterm Arsch. Naja, ich bin auf jeden Fall unauffällig unterwegs. Oh, ich bin doch schon abgebogen, Mensch. Das mache ich nicht so ein Theater. Oh, la 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 la. Ja, die Karre, die ist so, bis man damit unterwegs ist. Jo, wie du da hochspringst. Hätte ich abbiegen sollen? Okay. Na komm, du kleiner Rasenmäher. Ach, ich bin an meinem Haus vorbeigefahren. Ich bin doch bedeppert, ey. Ja. Karre stehen lassen, rausgesprungen, alles klar. Da, da, da. 5000, ey. Gute Sache. Ja, so langsam werden wir besser, würde ich sagen. So. Jawohl, jetzt haben wir 35.000. So, bevor wir weitermachen, mache ich jetzt erstmal wieder mal einen kleinen Cut hier, direkt vor dem Pferderennen. So. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Das war verkackt. Euer Virus. Ciao mit V.